Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Solaris Climb the Ladder. Wir sind immer noch im Standardformat unterwegs und ich versuche mich immer noch daran, coole Tribal-Decks zu finden. Beim letzten Mal hatten wir ja schon die Meervölker aus Ixalan gesehen. Jetzt schauen wir mal, was die Lost Caverns aus Ixalan denn für das Humans-Deck hier im Standard parat halten. Das Witzige ist, naja, es sind noch nicht mal alles Humans, die wir dazugepackt haben. Die Decklist hier sieht relativ gestreamlined aus und man könnte meinen, ich habe eigentlich gar nichts Neues dazugetan, denn die meisten Karten für Humans gibt es schon ein bisschen länger. Also ich glaube, dass Hopeful Initiate und Recruitment Officer für euch keine unbekannten Karten sind. Die kann man tatsächlich im Standard und sogar im Explorer oder Pioneer spielen. Genauso wie Coppercoat Vanguard aus March of the Machine, The Aftermath, Intrepid Adversary taucht auch immer mal wieder in einem Human-Deck auf. Talia natürlich nicht wegzudenken, insbesondere in einem Deck, wo man einfach keine Spells spielt. Wir haben Brutal Cathar als Removal-Spell, Adeline natürlich wahrscheinlich die beste, der beste Human, der seit geraumer Zeit gedruckt wurde und Knight Errant of Eos, nicht nur in Human-Stacks, sondern auch in Convoke-Stacks ganz gut. Naja, im Prinzip bleibt da gar nicht mehr so viel Luft. Wir haben hier tatsächlich aber noch neu den Warden of the Inner Sky. Ein Mana, 1/2 Human Soldier. Ist eine Rare. As long as Warden of the Inner Sky has 3 or more counters on it, it has Flying and Vigilance. Tap 3 untapped artifacts and or creatures you control, put a +1/+1 counter on Warden of the Inner Sky, Scry 1, activate only as a sorcery. Ich sag mal so, man hat nicht immer die Zeit, ne, um den Warden of the Inner Sky zu benutzen und den stärker zu machen. Aber man kann zum Beispiel Kreaturen benutzen, die gerade erst ins Spiel gekommen sind, weil diese Ability, die untere Ability vom Warden, umgeht die Summoning Sickness. Und so kommen wir relativ schnell auf einen 4/5 Flying Vigilance Human. Die andere Karte, die wir bei Humans hinzugefügt haben, ist der Sanguine Evangelist, der tatsächlich noch nicht mal ein Human ist, ein Vampire Cleric, aber der auch extrem stark ist aufgrund seiner Battlecry Ability. 3 Mana, 2/1 Vampire Cleric, Battlecry. Wenn er das Battlefield betritt oder stirbt, erzeugen wir eine 1/1 fliegende Fledermaus. Was sagt Battlecry? Oben links steht's: Whenever this creature attacks, each other attacking creature gets +1/+0 until end of turn. Wir hatten das vor geraumer Zeit, vor 10 oder 15 Jahren mal mit Hero of the Bladehold oder so. Das war auch eine Karte, die 2/1/1er mitgebracht hat im Attack und Battlecry hatte unfassbar stark. Dieser Pump-Effekt, der ist einfach sehr gut und die Evasion auch nochmal sehr, sehr gut. Das sind quasi 3 Buddies, beziehungsweise erstmal 2 Buddies und die Flieger machen halt dann vielleicht mal den nötigen Extraschaden. Ich bin mal gespannt, wie die Karte performt, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr stark ist. Kleine Side-Note zu Sanguine Evangelist. Bei Battlecry steht, whenever this creature attacks, each other attacking creature gets +1/+0 until end of turn. Falls ihr also mal Two-Headed Giants spielen solltet, ja, und mit eurem Partner gemeinsam angreift, dann gilt der Trigger vom Sanguine Evangelist auch für die Kreaturen von eurem Partner. Das ist uns nämlich beim Two-Headed Giant Pre-Release aufgefallen. Battlecry im Two-Headed Giant extrem stark. Das ist die Deckliste. Super gestreamlined. Also ich meine, ihr seht eigentlich nur Humans, ein paar Länder noch, 2 Igandro als Removal Spells, Mistress Foundry, die auch nochmal als Manland interagieren können, dann 18 Planes. Ja, einfach eine sehr, sehr, sehr gute Liste. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt mal auf die Ladder und ich versuche die Gegner mal mit den Humans hier, Humans und Vampiren wegzurömern. Runde 1, wir dürfen anfangen und das ist halt, das ist der Grund, warum man Humans spielt, ja. Ein insaner One-Drop in einen insane Two-Drop rein, in den unfassbar insane Three-Drop. Okay, wir spielen gegen Mono-Rot. Okay, easy, klar, block ich, no biggie. Ja, sieht glaube ich jetzt schon nicht so gut aus. Ich meine, im Best-of-One ist natürlich auch immer der Die-Roll sehr entscheidend, aber das ist glaube ich schon ganz guter Start hier von uns. Okay, da wird Play with Fire gespielt. Okay, na gut. Monsters Rage. Okay, Gegner geht richtig rein für 6. Wow, okay. Ah, dann würde ich sagen, spiele ich mal Adeline. Dann erzeuge ich mal hier so einen Humanoid. Ah, ich glaube, das ist schon ganz gut, Adeline hier zu legen. Also zum einen gehe ich davon aus, dass Mono-Rot sicherlich noch ein Removal-Spell hat. Das heißt, der Brutal Cathar wird wahrscheinlich gar nicht so überleben. Und wenn da noch ein Removal-Spell ist, dann kann ich besser eine Legende da reinlegen, von der ich noch eine extra Kopie habe. Ja, gut, okay. Dann spielst du halt noch ein Play with Fire auf Adeline. Ja, ist okay. Was war das dritte? Stoke the Flames. Okay. Dann lege ich einfach noch eine Adeline. Oh, Gegner macht schon Druck. Also wenn er on the play gewesen wäre, wäre es schon, sähe es hier schon übel aus. Oh, Stoke the Flames Nummer 2. Das sieht immer noch nicht so richtig gut aus für uns.
Ah, Iganjo hilft ein bisschen. Ich denke mal, ich werde einfach das als Land legen. Ich werde Copper Code Vanguard legen. Ich werde den Brutal Cathar legen. Damit den Swift Spear exilen. Dann für 6 reingehen. Dann sollte unser Board breit und gut genug sein. Die drei Handkarten von. Ich meine, ich kann natürlich immer noch gegen Burn verlieren. Es sieht aus wie eine Burn-Heavy-Liste. Stoke the Flames habe ich jetzt schon 2 gesehen. Ist durchaus möglich. Phoenix Chick, ja, okay. Attack für 4. Dann kann es leider. Ja, gut. Das ist. Attack für 6. Wow. Ist sogar nochmal richtig, richtig knapp geworden. Möglicherweise reicht es dann am Ende doch auch für uns. Aber ich glaube, das hätten wir on the draw tatsächlich verloren. Das war Mono-Rot, macht hier ein gutes Showing, absolut. Aber immerhin 1-0 für die Humans. Ah, das ist eine interessante Hand. Hier können wir nämlich zum ersten Mal den Evangelist testen. Es ist nicht die beste aller Zeiten, aber wir haben 3 Länder und wir haben Adeline und Sanguine Evangelist. Ich glaube nicht, dass man das mulligen kann. Ich weiß nur nicht, was ich auf der 3 legen soll. Wahrscheinlich Adeline. Ich glaube, Adeline ist immer besser. Ah, ist das ein. Ist das ein Schock? Okay, ist ein Torture Tower. Ja, gut. Könnte Convoke sein. Ich meine, es könnte so eine Art Boros-Agro-Liste sein. Oh, nee. Vielleicht. Make Disappear. Bin überhaupt kein Fan von Make Disappear. Nee, okay, kein Make Disappear. Hervorragend. Love it. Jeskai. Jeskai Gedöns. Das war ein guter Draw. Kann ich jetzt erstmal den Recruitment Officer legen. Dann mache ich mal so ein bisschen Adeline ein bisschen dicker. Sanguine Evangelist macht Adeline nochmal ein bisschen dicker. Und dann greift sie einfach schon für 5. Ah. Ah, das könnte so ein Jeskai Artifact Ramp Reanimate Gedöns sein. Jetzt kurz darüber nachgedacht, ob der Gegner vielleicht dann so ein. So ein Portal to Phyrexia oder sowas reanimated mit Stern Lesson. Ah, ja. Unstable Glyph Bridge. Okay, cool. Also mit cool meine ich natürlich mega uncool, aber ich hoffe einfach mal, dass jetzt nicht noch ein kommt. Ah, und hier hat sich jetzt der Evangelist als okay herausgestellt, weil wir haben immerhin eine Bad übrig behalten nach dem Sweep. Das ist natürlich eine nice Idee. Das ist ein Artefakt, der gleichzeitig ein Sweeper ist. Das bedeutet, man kann mit so Powerstone-Token den rausrampen. Das ist eine nette Kombination, muss ich sagen. Aber ich glaube, jetzt ist leider auch Schicht im Schacht für den Gegner. Das ist der Vorteil an Humans. Damit kann man halt in so einem halbstündigen Video auch einfach mal gut Matches durchprügeln. Schnell gewonnen oder schnell verloren. Gemstone Dealer, nette Idee, aber gegen einen guten Human Draw macht man dann immer noch nicht so super viel. Meine Güte, ich fange immer an. Was ist das denn hier? Und ich habe immer insane Draws. Okay, ich würde jetzt gerne ein Turnier spielen. Ich würde gerne mit den Draws ein sehr, sehr wichtiges Turnier spielen. Geht das? Oh, blau. Blau spricht dafür, dass ich ganz gerne erstmal Talia resolven würde. Könnte so ein blaues Tempo-Deck sein. Ich sehe jetzt vielleicht ein Consider. Mhm. Könnte so ein Djinn, Tolarian Terror Deck sein. Da ist Talia natürlich bonkers. Und das Schöne ist, das mono-weiße Deck macht auch so viel Druck, dass in der Regel der Gegner relativ schnell so einen Djinn rausspielen muss ohne Protection. Und wenn er das macht, dann habe ich halt hier noch einen Brutal Cathar übrig. Ja, der wird wohl resolven. Ah, Bounce. Ah. Fading Hope war gut, ja. Ja, Fading Hope war sehr gut, leider. Ich meine, es war ein 2-Mana-Bounce-Spell. Aber trotzdem. Ich versuch's mit Talia. Gehe nicht davon aus, dass sie resolved. Aber wenn sie nicht resolved, gibt's halt einen Attack für 6. Und ich kann mein Board trotzdem advancen. Nur das mit dem Training klappt nicht so gut. Weil der Copper Code alle anderen Kreaturen bufft, nur sich selber nicht. Jetzt könnte natürlich ein Horty Djinn mit Protection passieren. Das wäre relativ schrecklich. Selbst ein Tolarian Terror für. Ja. Selbst der ist ganz gut. Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen.
Kann ich hier mir so einen Flieger bauen? Knight Errant ist gut. Ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass der Gegner mit Tolarian Terror angreifen kann. Jetzt haben wir ja auch mal den Warden of the... Oder? Würde ich einfach mal schätzen. Okay. Ja, ich glaube, ich werde den einfach spielen. Und ich würde... 1, 2, 3 Kreaturen tappen. Vielleicht sogar 4. Ne, 3 Kreaturen ist, glaube ich, okay. Ja. Wenn der gecountert wird, ist das halt so. Essensketter, okay, ja. Dann aktiviere ich den und kann nächste Runde mit dem hauen gehen. Coppercoat Vanguard ist super. Ja, ich hatte überlegt, dass ich dann vielleicht, wenn der resolved, kann ich zumindest den nutzen und die beiden Kreaturen, die, um dann dem Warden die dritte Marke zu geben, damit er dann auch mit Flying angreifen kann. So, schauen wir mal nach, wie es hier aussieht. Es sieht schon fast so aus, als könnte ich mit allen Kreaturen angreifen, not gonna lie, ja. Okay, Gegner hat halt eine Menge Stuff, aber es kostet halt alles so viel mehr Mana. Ich habe hier einen 5-5 Flieger, den er erstmal handeln muss. Ich greife 17 an. Selbst wenn Natalia jetzt blockt. Okay, und der Rest passiert. Das sind, glaube ich, genug Schaden, oder? Das ist auch ein guter Draw. Also Mono-Blau ist auch ein denkbar angenehmes Matchup für Mono-Weiß-Humans. Ich darf schon wieder anfangen und ich habe schon wieder einen sehr guten Draw. Vorausgesetzt, ich ziehe noch eine weiße Mana-Quelle. Also Hopeful Initiate in Totalia ist hervorragend, aber wenn dann das dritte Land nicht kommt, dann gucke ich auch ein bisschen doof auf der Wäsche. Wenn das dritte Land kommt, no biggie, dann sehe ich mich sehr weit vorne. Ah, wieder gegen Monorot. Okay, ja, block ich. Zweite Talia war das denkbar ungünstigste Land ever. No attacks. So, jetzt muss die Adeline kommen. Beziehungsweise vielleicht der Brutal Cathar, aber gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall nicht blocken können. Also wenn der Swift Spear jetzt angreift, dann ist das so. Charming Scorn. Okay, jetzt kann ich immer noch... Wenn ein Treasure Token gemacht wird, kann ich immer noch nicht blocken. Wicked Roar. Ja gut, dann kann ich blocken. Oh, schön. Land ist super. Dann gibt's Adeline. Dann gehen wir rein. Ich würde hier super gerne tauschen. Also ich gehe mal davon aus, dass der 1-1er tot geblockt wird, aber vielleicht traden wir hier... Er tradet nicht. Ah, Brutal Cathar wird auf jeden Fall ziemlich gut jetzt. Invasion of Tark hier, um vielleicht Talia zu killen. Was auch nicht super strong ist, zumal ich noch eine weitere habe. Und angreifen ist immer noch nicht. Ja, das ist schon sehr schade. Für den Gegner. ja. Hier, auf geht's. Nehmen wir doch einfach mal den Swift Spear weg. Und dann gehen wir rein. Dann gibt es mehr Training. Das ist ja auch einfach auch noch ganz entspannt Vigilance hat. Ja? Ich lege das Land mal hin. Dann habe ich theoretisch nächste Runde die Möglichkeit, wenn ich noch einen Landdrop hitte, Talia und Brutal Cathar zu legen. Oder vielleicht Talia und Attack mit der Mishra's Foundry. Ja, also ich glaube, der Gegner muss sich strecken. Und ich glaube, Mono Rot will mich Turn 4 auch nicht unbedingt auf 20 Lebenspunkten sehen. Also ich mich schon gegen Mono Rot sehr, sehr gerne. Mono Rot mich wahrscheinlich eher nicht. Ja. Amber Cleave. Witchstalker Frenzy. Okay, ja, gut. You got me, quasi. Gegner ist auf 2. Ich habe 5 Lethal Attacker. Mit der Mishra's Foundry. Und gegebenenfalls anstelle des 5. Lethal Attackers nochmal ein Removal Spell. Ich glaube, das holen sie nicht mehr. Ich glaube, Ace, I'm sorry, aber das wird nicht deins.
Wenn Mono Weiß nicht so teuer wäre, ne? Mono Weiß ist halt einfach viel, viel, viel teurer als Mono Rot. Mono Rot kommt viel mehr mit Commons und Uncommons aus. Na, gibt's da noch was? Gibt's noch eine Line für Sakan? Ich glaube nicht dran. Ich meine, Sweeper oder so, ne? Vielleicht spielt er, pf, keine Ahnung, Anger of the Gods oder so. Dann möglicherweise. Invasion of Tarkir. Okay, Kill. Brutgefahr. Holt sie im Monastery Swiftspear wieder. Okay, ja. Dann Attack mit Charming Scoundrel, dann noch ein Bolt da drauf, dann kommt er. Ja. Nee, 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 das funktioniert nicht. Ja, kannst du gerne machen. Okay, akzeptiere ich. Monster Rage, okay. No Blocks. Ist fein. Geil. Er hat genau das gemacht, was er machen wollte. Stirbt leider trotzdem. Ja, läuft bei uns. Mono White Humans sind auf jeden Fall not bad. Okay, so langsam werde ich ungläubig. Ich bin jetzt irgendwie 100 von 100 Mal on the play. Und das ist sogar mal dokumentiert festgehalten. Und dann vor allen Dingen mit einem aggressiven Deck, wo das on the play sein halt so wichtig ist. What? Nice. Ja, Warden of the Inner Sky. Auf geht's. Erkennst du nicht, aber wirst du gleich noch fürchten. Oh. Oh. Skrelvy McBelvy. Ja, die große Frage wird halt sein, will ich Knight Errant oder nicht? Mit einem One-Drop hätte ich's. Ja, ich glaube, ich mach's trotzdem. Aber es ist halt, es wäre so gut, Adeline zu hitten. Ja, ich glaube, ich spiele den trotzdem. Vielleicht hätte ich ja einen Coppercoat Vanguard und noch einen. Hit einen Coppercoat Vanguard. Oh, okay, und einen Warden, das ist nice. Immerhin zwei Sachen gehittet, das ist schon ganz gut. Also ich meine, für drei ist halt besser, weil Adeline halt einfach der most valuable Hit ist. Aber hier jetzt entweder einen Zug auszusetzen oder einen 3-1er ohne Fähigkeiten zu. Adeline, auch nicht geil. Okay. Was der Gameplan? Was das Gameplan? Rapid Adversary. Plus 1 oder erstmal das Board breit machen. Und dann Intrepid Adversary. Board breit machen klingt gut. Tech. Der Gegner geht auf 15. Ich spiele einen Warden. So, werde ich jetzt einen Warden pumpen zu einer 3-3-Kreatur? Dann ist nur noch ein Blocker übrig. Boah. Zieh. Nee, mach ich glaube ich nicht. Nächste Runde ist der Buff vom Intrepid Adversary relativ nett. Bin mal gespannt, wer jetzt angreift. Also ich gehe mal davon aus, dass Adeline angreift. Punkt ist, weiß ich nicht, ob wir blocken. Also wir blocken auf jeden Fall. Tschüss. Nee, du. Adeline ist ganz schön schrecklich. Okay, ja. Vielleicht hätte ich es doch für drei machen müssen. Oh mein Gott, zu viele Wardens hier. Zu viele Wardens. Dann gehe ich mal in die Defensive, was? Machen wir den Pump. Den gerne zumindest. Kann ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich kann den nicht einmal. Also in dem Matchup ist Kreaturen tappen eher so semi-geil.
Vor allen Dingen jetzt. Ich meine, Adeline kann halt auch erstmal, kann auch ganz entspannt für 6 angreifen. Der Punkt ist nur, mein Vorteil. Nein, du darfst jetzt aber nicht den Live-Linker wegnehmen. Nein! Ah, ich wollte gerade sagen, mein Vorteil ist ja, wenn Adeline angreift, der steht zwangsläufig immer ein 1-1 Human, den ich halt Jump blocken kann. Oder beziehungsweise den ich blocken kann mit dem Live-Linker und dann bekomme ich halt immer ein Leben zurück. Ja, Iganjo or Bust, ne? Würde ich fast sagen. Oh, krass, jetzt habe ich sogar Toxic von. Oh, das geht tatsächlich. Oho! Still in the game! Adeline ist Gonzo. So, was machen wir jetzt? Bin immer noch fast tot. Ne, Talia ist es auf jeden Fall nicht. Es ist so schade, dass das nur Sorcery Speed geht. Stellt euch vor, das würde Instant Speed gehen jetzt. So End of Turn, zack, nochmal eine Marke drauf machen. Ich meine, dann wäre der wahrscheinlich einfach völlig insane. Aber ich finde es cooler. Oh, we so dead. I believe we so dead. Ja, okay. Bin ich mal gespannt, wie hier so die Attacks passieren. Ich bin auf 5 Leben, da ist bestimmt irgendwas drin. Keine Attacks, okay, dann ist alles gut. Iganjo sogar, okay. Oh, machen wir nichts. So, habe ich jetzt hier so einen 3-3 First Tracker Gegner. Hat so einen 4-4 First Tracker. Okay, nervig. Vor allen Dingen, wenn jetzt die schlimmen Attacks kommen. Eieiei. Wobei, so schlimm sind die Attacks gar nicht. Ich kann dann mit Iganjo die Moonrage Boot abstellen und ich kann aktuell zumindest noch mit First Strike Damage den Pumper abstellen, was dann sozusagen alle anderen Kreaturen zumindest ein bisschen kleiner macht. Na gut, wenn jetzt Adeline irgendwie zurück... Oh. That's bad. That is in fact bad news bears. Ja, ich spiele halt keine Ossifications. Ich spiele halt die Full-Agro-Liste. Ja. Ich sehe das ein. Ich mach schon mal hier das hier. Oh ja, okay. Ja, okay. Nochmal das hier. Ja. Ja, muss ich bezahlen. Achso, warte mal, dann bin ich ja. Ach, dann bin ich ja tot. Kann er einfach Scrave benutzen. Ah ne, warte, kann er nicht. Ich habe ja noch die Mishra's Foundry. Aha. Genau. Ja. Ja, genau. Und jetzt? Bruh. Ah, kriegt der Lifelink eigentlich? Nee, nur Flying and Vigilance. Was für ein Lappen. Ja. Mhm. Protection from White nehme ich an. Blockers, okay. Blockers. So, das hier ist klar. Dann wird mit First Strike, wird der dann gekillt. Und dann habe ich hier noch einen klaren Block. Und ich habe hier noch einen klaren Block. Okay, ich meine, ansonsten, ja, das ist relativ easy. Mit First Strike killen wir dann den auch einfach umsonst. Leider werde ich halt nächste Runde sterben. Außer ich gewinne jetzt. Block den. 5. Das sind 12. Ich glaube, es ist Lethal. what? Block den dicksten. Ja, ich glaube, das ist Lethal, bruh.
Oh, I'm so sorry. Ja, das war doch ein, das ist doch ein schönes Abschlussgame hier gewesen. Also gerade die Mirrors sind dann manchmal auch ein bisschen tricky. Geil. Okay, cool. Haben wir am Ende sogar noch das Mono White Mirror gewonnen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen showcasen, wie Mono White Humans mit einem Splash für Vampire so funktioniert. Deckliste ist wie immer unten in der Videobeschreibung und schaut auch mal nach, wenn ihr Bock auf Community-Turnier habt, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung auch einen MTG-Melee-Link finden und mit allen weiteren Infos und Preisen von Ultimate Guard und alles. Das steht da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!